Liebe Brüder und Schwestern, wir befinden uns gerade in einem besonderen Monat. Dieser Monat wird Shahrullah al-Muharram genannt, also der Monat Gottes al-Muharram. Und warum hat Allah ihn auf sich selbst bezogen? Aufgrund der Ehrung, weil er ein geehrter Monat bei Allah ist. Und Gott bezieht bestimmte Dinge auf sich selbst, um sie zu ehren, um uns zu lehren, dass sie geehrte Dinge sind, wie zum Beispiel die Kaaba. Allah sagt, antahira bayti. Er bezeichnet die Kaaba als sein Haus. Nicht, weil er die Kaaba bewohnen würde, sondern weil sie bei Allah geehrt ist. Und er bezieht den Arsch, also den Thron, auf sich selbst. Nicht, weil Allah den Thron bewohnen würde oder auf ihn sitzen würde, sondern aufgrund der Ehrung des Thrones. Nicht, weil Allah abhängig vom Thron wäre. Es ist empfohlen, in diesem Monat zu fasten. Es ist empfohlen, dass wir den 9., den 10. und den 11. des Monats Muharram fasten. Das beste Fasten ist im Monat Ramadan und dann das Fasten im Monat Al-Muharram, also im ersten Monat nach dem Mondkalender. Und das beste Gebet ist das Pflichtgebet und dann das nächtliche Gebet Salatul Layl.